Andrea Balschuh, Moderatorin, Autorin und Mutter einer 9-jährigen Tochter. Und ich unterstütze die Kampagne MV gegen HPV. Als Mutter mache ich mir natürlich ständig Gedanken darüber, welche Gefahren auf mein Kind im Laufe des Lebens zukommen könnten und wie ich sie davor schützen kann. Mir ist schon klar, dass ich sie nicht vor allem schützen kann, aber vor HPV schon. Ich habe mich für mein Kind für eine HPV-Impfung entschieden. Damit kann ich meine Tochter vor einer gefährlichen Infektion und vor dem Ausbruch gefährlicher Krebsarten schützen. Wie das geht? Ganz einfach. Mit 2 kleinen Pieksern im Alter zwischen 9 und 14. Klar habe ich mir Gedanken über Nebenwirkungen gemacht. Aber die Experten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die haben mir meine Bedenken genommen. Und die Erfolge in anderen Ländern, die sprechen einfach für sich. Für mich steht fest, ich lasse mein Kind gegen HPV impfen. Tun Sie es auch?